Hallo Ralf, grüße dich. Hallo Florian. Krieg hat begonnen, Russland ist in die Ukraine einmarschiert und das heißt es, mit der Energiewende ist es Schluss, weil die Gaspreise explodieren, die Ölpreise explodieren. Wir sind auf einmal wieder voll in der fossilen Wirtschaft gelandet. Das hätte man jetzt auch nicht ohne weiteres gedacht. Ist denn erwartbar, dass die Preissteigerung so weitergehen wird? Naja, das hängt natürlich sehr stark von der Entwicklung der Kriegslage da ab. Es ist ja ganz interessant, dass der Ölpreis schon wieder unter die Marke von $100 gefallen ist. Das ist eine sehr interessante Entwicklung. Also gestern mit Ausbruch des Krieges ging es ja dann deutlich hoch. Ich meine, der war ja eh schon relativ hoch. Der kratzt ja immer mal wieder so an der Marke von $100. Und dann ging natürlich mit Kriegsausbruch ging das ein Stück weit durch die Decke, aber eigentlich auch weniger dramatisch, als ich gedacht habe. So auf knapp 105 Dollar. Und dann, jetzt ist es schon wieder unter 100 Dollar gefallen. Und das ist eine einigermaßen erstaunliche. Ja, mir ist es heute auch aufgefallen, bei Gazprom ging es ja auch ganz steil nach unten. Und heute gehen die Börsenwerte schon wieder etwas nach oben. Also was ist da los? Es gibt da ja zwei sehr unterschiedliche Entwicklungen. Auf der einen Seite haben wir hier die Entwicklung zum Beispiel bei Gas auf dem Spotmarkt. Da sind ja die Gaspreise gestern enorm hochgeschossen, also irgendwie um 60%. Das ist aber völlig losgelöst zu sehen von dem, was in Russland an der Börse mit zum Beispiel Gazprom passiert, weil dort sind die Preise in die Knie gegangen, ne? Aber wenn man jetzt sich von Russland liefern lässt, das heißt, man kann jetzt Gas eigentlich in Russland billig einkaufen. Und es ist ja auch nicht so, dass irgendeine Gaspipeline abgestellt wird und gleichzeitig hier enorme Gaspreise verlangt werden auf dem Spotmarkt. Das heißt ja, dass nicht Russland, sondern irgendjemand anders als Zwischenhändler da unglaubliche Geschäfte im Moment macht, ne? Und das ist so die eine Sache. Und die andere Frage. Entschuldigung, sind die Gaspreise schon länger in Russland gesunken? Die sind schon länger eher nicht sonderlich hoch. Also nicht wie hier, aber jetzt, gestern mit dem Kriegsausbruch, sind die erstmal so richtig in die Keller gegangen. Also so diese Marge, die da bestimmte Leute hatten, das ist ja immer das Problem, dass man halt auf dem europäischen, also vor allem auch in Deutschland, auf dem Gasmarkt ja immer mehr darauf gesetzt hat in den letzten Jahren, quasi die Gaspreise freizugeben, also sich nicht mehr an irgendwelche langfristigen Lieferverträge zu binden, sondern halt immer wieder frisch einzukaufen. Und damit hat man sich ja genau jetzt vor dieser Krise ganz enorm verspekuliert, weil man hatte gedacht, die Gaspreise fallen, man kann im Sommer günstig einkaufen, das ist aber dann nicht passiert, sondern weil Erholung auf dem Weltmarkt, alle haben Gas nachgefragt, gingen die Gaspreise eben nicht zurück, sondern die stiegen an und deswegen haben wir auch diese leeren Gasspeicher jetzt, ne? Die sind ja nur zu ungefähr 35% gefüllt und keiner will halt so richtig jetzt zu diesen hohen Spotmarktpreisen einkaufen. Ne? Die andere Frage ist aber auch mit der Preisentwicklung, wie sich dieser Krieg entwickelt. Und jetzt kann man bösartig interpretieren. Also die allgemeine Interpretation heute auch bei der Börse. Die Börse ist ja gestern auch deutlich in die Knie gegangen. Ne? Heute geht die Börse in Europa oder alle Börsen gehen eigentlich wieder hoch. Und das wird allgemein mit der Tatsache begründet, dass ja Selenskyj jetzt in direkte Verhandlungen mit Russland treten will, um über so einen Neutralitätsstatus zu verhandeln. Ja, das ist die eine Interpretationsmöglichkeit, die liegt offensichtlich auf der Hand. Naja, Russland hat aber gesagt, ja, können wir machen, aber nur wenn ihr praktisch die Kampfhandlungen einstellt, euch ergebt, mehr oder weniger. Genau. Ja, das ist natürlich von russischer Seite logisch. Also wenn man das jetzt wahrscheinlich so ein bisschen kriegsstrategisch da analysiert, wieso sollen sie? Also ich meine, das sieht ja so aus, dass die da einen typischen Blitzkrieg führen und das sieht so aus, als würde die Ukraine also nur wenige Tage sich zumindest mal mit einer Regierung so halten können. Von daher ist es natürlich, kann man das so interpretieren, dass der Selenskyj jetzt eigentlich zu versucht zu retten, was zu retten ist. Man kann natürlich dann auch sagen, er hätte eigentlich diese Verhandlungen oder dieses Angebot für Verhandlungen über Neutralität
vor ein paar Tagen machen können. Dann ja, vor Wochen eigentlich. Ja, und dann hätte man sich das alles ersparen können, was jetzt da läuft. Also alle Toten, alle diesen Angriff, das ist ja klar, das ist eine Invasion, das kann man auch nicht rechtfertigen, das kann man auch durch nichts legitimieren. Das ist aber so, aber man hätte sich tatsächlich das sparen können. Und deswegen glaube ich, ist zumindest mal naheliegend, dass man interpretiert, der Selenskyj sieht die Sache eigentlich als ziemlich verloren an und macht deswegen so ein Angebot. An die allgemeine Erklärungsmuster für auf den Finanzmärkten ist jetzt die, okay, da ist so ein bisschen Entspannung und deswegen gehen die Börsen dann wieder hoch und der Dollarpreis, der Ölpreis oder die Gaspreise sinken wieder. Wobei ja, also Selenskyj ist ja eigentlich angetreten, um eine friedliche Lösung des Konflikts zu finden und ist ja immer unter Druck innerhalb der Ukraine gewesen, weil die rechten Kräfte haben das nicht zugelassen. Ich denke auch jetzt, wenn das kann er vorschlagen, aber das wird er wahrscheinlich kaum in der Ukraine selber durchbringen. Also das ist eigentlich kaum absehbar. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also da kenne ich mich jetzt zu wenig in den internen Machtkämpfen daraus, aber es ist natürlich klar, oder zumindest mal, wenn man nicht vollkommen verbohrt ist und man sieht, also wie schnell Russland dort Geländegewinne macht und die stehen jetzt schon in Kiew, dann kann man ja davon ausgehen, auch diese zum Teil, also wirklich faschistischen Milizen, die es da gibt, die können ja zumindest mal einsehen, dass sie demnächst ein Problem haben. Von daher könnten sie auch politisch darauf einschwenken, zu sagen, zu retten, was zu retten ist und wir können danach wieder schauen. Aber das ist so die eine Ebene. Die andere Spekulation, die man natürlich machen kann, das ist ja insgesamt bei dieser ganzen Geschichte. Wieso kommt denn ein Herr Bundeswirtschaftsminister und Klimaminister Habeck dazu, zu sagen, dass die Gasversorgung gesichert ist? Steckt nicht hinter dieser ganzen Entwicklung auch jetzt schon eigentlich die Einsicht, dass die Ukraine sowieso verloren ist und dass Russland das relativ schnell und in Griff bekommt und damit auch die Gasversorgung nicht in Probleme gerät. Weil es ist ja klar, Deutschland ganz besonders mit 55% Gaslieferungen aus Russland ist sehr stark davon betroffen. Wenn aber, dann müsste ja praktisch die Ukraine ganz besetzt werden von Russland, und um die Durchleitung sozusagen zu gewährleisten, oder eben eine Schattenregierung oder Marionettenregierung eingesetzt werden. Aber es gibt ja noch die andere Pipeline über Polen. Polen könnte ja auch dicht machen. Ja, aber ich meine, das ist halt die Frage, warum, ob Polen da ein Interesse dran hätte, auch im Verbund der EU, also der EU das Leben schwer zu machen. Am ehesten wäre ja, also zumindest mal für mich ist am ehesten vorstellbar, dass um Druck zu erhöhen auf die westlichen Partner oder Unterstützer, dass die Ukraine, die Gaspipeline, die sie haben, also diese Sojus, die ja durch die Ukraine führt, dass die abgestellt wird, dass der Druck auf Europa, sie zu unterstützen und möglicherweise auch militärisch, entweder offen oder indirekt zu unterstützen, größer wird. Und Da fällt mir nur ein, das war ja schon mal so. Ukraine hat schon mal den Gasdurchfluss abgedreht und deswegen entstand ja dann das Projekt Nord Stream 2. Das war ja genau der Grund, warum überhaupt das entstanden ist. Also ich glaube kaum, dass sie das jetzt nochmal machen, um dann nochmal zu demonstrieren, aha, eigentlich braucht man doch diese Pipeline. Naja, das kann man ja auf verschiedenen Ebenen machen. Mhm. Also man muss das ja nicht auf der Ebene machen, dass man sich hinstellt und am Rädchen dreht. Man kann da ja auch eine Bombe dranlegen an ein Pumpwerk und dann ist diese Gasleitung einfach abgestellt. Und dann könnte man natürlich auch noch sagen, das waren die Russen. Mhm. Also das, die Russen haben das jetzt gemacht. Und wer will dann nachweisen, wie das jetzt tatsächlich war? Also was wir da in Wahrheiten im Moment zu bekommen, ist eh sehr, sehr fadenscheinig alles. Wir wissen nicht, was da genau läuft. Also das wäre in diesen ganzen Geschichten auf jeden Fall drin. Und es hätte auch für mich zumindest mal die größte Logik, weil man kann ja auf der anderen Seite sehen, wenn man sich diese ganzen, jetzt die neuen Sanktionen anguckt. Also das ist doch auch eher ein mittlerer Witz. Also man lässt eigentlich Sanktionen von Seiten der EU raus,
alle Sanktionen, die irgendwie ganz gut aussehen noch, aber die Sanktionen, die alle wirklich einen Effekt hätten, wie die, dass man Russland aus dem SWIFT-System aussetzt, dass man kein Gas mehr von Russland kauft, um sie wirklich ökonomisch unter Druck zu setzen und so weiter. Das alles passiert ja nicht. Also man guckt eigentlich nur, dass man was tut, dass man nach außen hin sich stark zeigt und geschlossen, aber intern eigentlich so wenig tut wie möglich, um sich nicht selbst zu schaden. Weil das ist natürlich klar, wenn wir kein Gas mehr aus Russland kaufen, da kann der Habeck sich zwar hinstellen und behaupten, die Gasversorgung sei sicher, aber das weiß er doch selbst, dass das nicht aufzufangen ist. Zumindest mal, wenn es jetzt, wie du sagst, bei euch eher wieder ein bisschen kälter wird, dann sind die Gasspeicher, weil sie ja so eine schlechte Bevorratungspolitik gemacht wurde, sind leer. Und dann gibt es ein Problem und wir haben ja dann die folgenden Probleme auch, weil wir verbrennen ja im Prinzip in Deutschland jetzt Gas oder die Polen Kohle oder wer auch immer, um zum Beispiel dieses ganze schwache Netz in Frankreich mit ihren Problemen in den Atomkraftwerken aufzufangen und so. Also das ist ja ein ziemlich vernetztes Problem und von daher hat man das jetzt so getan, man tut was, aber eigentlich tut man nicht wirklich. Und da kann man natürlich dann fragen, spekulieren nicht längst, also sowohl an den Börsen als auch in anderen Hinterzimmern, eigentlich alle mit einem Szenario, dass Russland die Ukraine relativ schnell übernimmt und dass man sich dann zusammensetzt und irgendwie schaut, dass es ohne größeres Poltern irgendeine Lösung gibt, zumindest mal so, dass die Frage der Energieversorgung nicht in Bedrängnis gerät. Weil eins kann man ja auch den Russen zugutehalten, bei allem Blödsinn, den sie jetzt da machen. Sie haben ja nie von ihrer Seite die Energiefrage eingesetzt, um Druck auf Europa zu machen. In all den Jahren und all den Konflikten, die es gab, wurde die Karte nie gespielt. Also alle Lieferungen wurden immer so wie bestellt abgeliefert. Aber du siehst es auch nicht so, dass möglicherweise die USA Interesse hat, Russland als Energieversorger abzuklemmen. Na ja, doch, das ist natürlich, also nicht, vielleicht nicht abzutrennen, aber zumindest weitgehend zu schwächen, weil allein schon aus der Tatsache, wo wir letztens drüber gesprochen haben, dass die natürlich massenweise von diesem blöden Schiefergas haben, dass sie uns als Flüssiggas verkaufen wollen. Und da gibt es natürlich ein ganz extremes kommerzielles Interesse und auf der anderen Seite natürlich geostrategisch, dass man versuchen wird, von der USA weiter die Abhängigkeit gegenüber Russland zu verkleinern und die Abhängigkeit gegenüber der USA zu vergrößern. Ne? Das ist natürlich ein übliches Spiel. Ja, aber das ist, würde ja dann auch heißen, wenn man das ein bisschen in den Vordergrund drücken würde, es ist ein Krieg um Einflusssphären, aber auch energiepolitisch, nicht nur um Territorien, wie man es Russland unterstellt, sondern es geht tatsächlich um Energieströme sozusagen. Wer darf wohin liefern? Ja, das ist natürlich, dann schaffst du natürlich auch Einflusszonen. Das ist halt dann die andere Ebene, dass man jetzt vielleicht ist die russische Version, die jetzt getrieben wird, ist halt die brutale Ebene, die ja die USA auch schon immer gemacht hat. Ne? Ich meine, das ist ja bei dieser ganzen Debatte, die jetzt geführt wird in den Medien, also mir rollen sich manchmal die Fußnägel auf, wenn ich das höre, dass jetzt wir wieder Bilder sehen, die wir in Europa seit 70 Jahren nicht mehr gesehen haben. Also haben denn alle vergessen, dass wir an einem Völkerrechtskrieg gegen Jugoslawien beteiligt waren und genau all das, genau dasselbe getan haben, was Russland jetzt tut. Nee, und die meisten europäischen Staaten waren ja auch beim Irak dabei. Genau, da war ja Deutschland ausnahmsweise damals nicht dabei, aber hier meine Spanier unter diesen unter der Volkspartei und der Unterkonservativen, die wurden ja auch da in den Irakkrieg geführt, auch völkerrechtswidrig. Mhm. Also das sind ja die Fragen. Und das ist halt so die brutale Version, dass man halt sagt, ich bringe Einflusssphären unter militärische Kontrolle. Das macht Russland jetzt halt auch. Gut, die haben das auch immer gemacht in Tschetschenien und so. Mhm. Das ist auch nichts Neues bei denen. Oder die andere Version ist dann eher, wir kaufen uns da ein, wir schaffen Einflusssphären über Angebotsmonopole zum Beispiel, dass ich bestimmte Lieferungen nur von mir kommen und dann sind die abhängig davon und das macht halt die USA oder will sie zumindest versuchen auf der Energieseite und die Energiefrage ist ja eine ganz zentrale Frage für jede Volkswirtschaft. Ohne Energie geht gar nichts und deswegen ist das ja auch alles so absurd, was da die ganze Zeit läuft.
Die einzige Chance, also wenn man aus deutsch-nationalistischer Sicht oder europäischer Sicht rangeht, ist doch die einzige Chance, die wir so richtig haben, weil wir ja nicht so viele fossile Energieträger haben, ist doch eigentlich, dass wir endlich diese erneuerbaren Energiequellen in erheblichem Maße nutzen, weil das unsere Energieabhängigkeit sowohl von Russland als auch von der USA verkleinert. Na ja, gut, das sagt ja der Habeck auch, aber jetzt, wenn die Energiepreise, die fossilen Energiepreise so hoch werden, ist wahrscheinlich kein Geld mehr da, um dann massiv die neuen Energien auszubauen, oder? Wie siehst du das? Das hätte man natürlich machen können, aber jetzt zum Beispiel, jetzt kann man natürlich sagen, Miller will er ja, ich verstehe ja den Mann überhaupt nicht, also als grüner Klimaschutzminister diesen Flüssiggas-Wahnsinn jetzt zu fördern, dass man jetzt den Terminal ist. Erstens mal bringt das für die Krise nichts mehr, das führt nur eher dazu, dass man halt die Abhängigkeit von der USA erhöht. Dieses Geld in andere Projekte gesteckt, ist sicher sinnvoller, zumal es auf der einen Seite nichts bringt und zum Beispiel, wenn man dann noch verbindet, also Wirtschaftsfragen mit Klimaschädlichkeit, der Mann ist Klimaminister. Es gibt praktisch kein dreckigeres System, also klimaschädlicheres System als Flüssiggas. Also da können wir auch dann sagen, dann buddeln wir weiter die Kohle aus und verbrennen die, weil das ist fast noch klimafreundlicher, als dieses Flüssiggas zu verwenden. Und da verstehe ich den Mann überhaupt nicht. Man kann natürlich dann anfangen zu unterstellen, aber logisch ist das nicht. Und gerade er müsste darauf drängen, jetzt zu sagen, halt, okay, wir müssen einsteigen, so stark wie möglich in Erneuerbare in ganz Europa, um diese Abhängigkeiten zu beseitigen und nicht eine Abhängigkeit durch noch eine dreckigere Abhängigkeit von einem anderen zu ersetzen. Das ist doch... Was ist denn das für eine Zukunftspolitik? Kann ich nicht verstehen. Und naja, es wird ja garniert mit der Wasserstoffgeschichte, dass man meint, man könnte dann dieselbe Infrastruktur für Flüssiggas eben auch für Wasserstoff benutzen, auf die Deutschland ja setzt, aber das steht ja noch in weiter Ferne. Ja, aber dafür brauche ich doch keine Flüssiggas-Terminals. Also wenn ich den Wasserstoff im Land produziere, über Erneuerbare, weil ansonsten ist das ja auch wieder Humbug, weil wenn man diesen Wasserstoff wiederum aus Flüssiggas produziert, dann ist das ja nur dann immer die Sachen, die beißen sich immer dann in den Schwanz, wenn die Sachen, genau wie mit dem Elektroauto und so weiter, das Elektroauto ist überhaupt in keiner Form klimafreundlich. Das ist nur dann einigermaßen klimafreundlich gegenüber dem Verbrenner, wenn dieser Strom auch aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Ansonsten ist das der völlige Blödsinn, dass sich ein Auto, das noch gut ist und fährt, ersetzt durch ein Elektroauto, das dann bei der Produktion einen Haufen Treibhausgase erzeugt, um dann damit mit Strom zu verbrennen, der über dieses ganze Leitungssystem, Verluste und so weiter, in eine Batterie gespeist wird, die ja auch nicht sonderlich klimafreundlich ist, um dann damit zu fahren. Das ist absurd. Sowas macht keinen Sinn. Das geht nur dann, wenn man wirklich dann sagt, dieses Zeug wird über erneuerbare Gen erzeugt. Alles andere ist irgendwie, da lügt man sich in die Tasche. Und das passiert jetzt gerade. Und da fragt man sich halt, warum Leute wie der Habeck so ein offensichtlich klares Interesse haben, in dieses Flüssiggas da einzusteigen. Mir ist das nicht klar. Aber da kann man jetzt dann nochmal zurück vielleicht zur Börse und so Entwicklung. Wenn jetzt da an der Börse schon spekuliert wird, entweder auf so eine Lösung für Neutralität oder so eine Möglichkeit, die Russen kriegen das relativ schnell in den Griff und damit ist die Sache zumindest mal für uns energiepolitisch geregelt, weil ich glaube, der schlimmste Fall, den sich ja alle ausdenken können, ist ja, dass man in einen längerfristigen Krieg reinrutscht. Also, dass die Ukraine das wirklich schaffen würde für eine lange Zeit. Also ich meine, das ist ja auch ganz interessant, dass man es aus den Habeck-Erklärungen auch rauslesen könnte. Also er sagt, die Preise werden nur kurzfristig steigen. Wenn es einen lang andauernden Krieg gäbe zwischen der Ukraine und Russland, dann kann man wahrlich nicht sagen, das zu behaupten, ist dann Wahnsinn, dass die Preise nur kurzfristig steigen, weil dann ist alles drin. Also dann sind alle diese, dann welche Auswirkungen das dann auch auf andere Systeme hat, weiß man dann nicht. Und dann wissen wir ja auch, dann haben wir auch die anderen Probleme da. Da kam ja auch bei, hast du ja heute einen Artikel gepostet, bei Krass und Konkret, über die Frage der Atomkraftwerke und so weiter. Also ich meine,
Da ist ein extremes Potenzial da. Von daher vermute ich mal, dass an den Börsen oder viele Leute darauf spekulieren, naja, hoffentlich geht es möglichst schnell jetzt über die Bühne, dass die Russen die Kontrolle übernehmen, weil dann ist das für uns durch. Das ist doch letztlich so bei der Krim genauso gewesen. Dann macht man noch ein bisschen mit Sanktionen rum. Beide Seiten wissen, das hat eigentlich keine besondere Bedeutung. Und man macht dann wieder Geschäfte. Und ich glaube, dahin gehen jetzt so ein bisschen, ja, darin, wie das hier heißt, da gehen ein bisschen die Schüsse hin, in die Richtung. Die Hoffnungen. Weil die Hoffnung. Die andere Situation ist natürlich die, dass ja jetzt schon die Wirtschaftsinstitute auch warnen, wir haben ja eh schon eine hohe Inflation. Wenn jetzt also wirklich die Energiepreise mittelfristig oder längerfristig steigen oder hoch sind, dann müssen wir uns dann wirklich warm anziehen. Also nicht nur wegen dem, dass vielleicht die Gasversorgung dann noch ausfällt, weil es zu Problemen in der Gasversorgung kommt oder dass Russland in einer Situation, wo sie die Lage nicht in Griff kriegen, vielleicht tatsächlich doch noch mal zu dem Hebel greifen und sagen halt, wir stellen euch das Gas ab. Und ich denke, an dieser Situation, da hat eigentlich zumindest mal an den Finanzmärkten keiner ein Interesse dran, dass so eine Situation einträgt, weil dann ist es mit einem Einbruch der Wirtschaft verbunden. Das wäre dann die Situation, vor der ja immer mal wieder gewarnt wurde, auch schon wegen Covid, also dass wir in so eine Situation der Stagflation kommen. Das heißt also entweder stagnierende Wirtschaft oder sogar eine Rezession bei gleichzeitig hoher Inflation. Und das ist so ungefähr das Schlimmste, was sich eine Wirtschaft vorstellen kann. Und dafür braucht es gerne so einen Anlass. Und dieser Krieg in der Ukraine könnte natürlich genau dieser Katalysator sein, der in so eine Stagflation führt. Heute haben die ersten kamen so die ersten Rechnungen schon, dass das Institut für Wirtschaft in Köln ausrechnet, dass uns diese Geschichte vermutlich ungefähr 1,4% Bruttosozialprodukt kostet. Und die gehen davon aus, dass die Inflation im nächsten Jahr auf 6% steigen könnte. Und dann weiß man ja, dass das jetzt schon der Status, also das Statistische Bundesamt ausgerechnet hat, dass im letzten Jahr der Durchschnittsdeutsche schon Reallohneinbuße hatte. Die einfachen Leute hatten natürlich noch viel mehr, weil Nahrungsmittel gestiegen sind. Und da einfache Leute den größten Anteil ihres Einkommens für Nahrungsmittel und Energie ausgeben, haben die natürlich schon viel deutlicher verloren als jetzt diese 0,1% Durchschnitt, die der Statist berechnet hat. Mhm. Und das geht natürlich dann immer weiter auseinander, ne? Dass halt, die Löhne nicht mehr mitkommen, beziehungsweise dann hat man dann diese befürchtete Lohnpreisspirale, die ja immer alle sich sehr stark davor sorgen, dass sowas in Gang kommt, weil das dann die Inflation noch stärker antreibt. Und da haben wir im Moment so eine Gemengelage, von der ich auch dann ausgehe, so alle Leute, die sich damit ein bisschen beschäftigen, haben dann irgendwie sicher kaum ein Interesse daran, dass es zu einem länger und dauerhaften Konflikt da in der Schwelen in der Ukraine, also als offen ausgetragener Krieg, weil geschwelt hat er ja schon die ganze Zeit im Donbass, aber das hat ja dann keinen interessiert, das ist so lokal, aber wenn das dann sich ausweitet zu einem offenen Krieg wie jetzt, und dann hat das natürlich enorme Auswirkungen und ich glaube, die will niemand. Letzte Frage, das würde aber doch eigentlich in erster Linie Europa betreffen. Die USA hat ja mit Energie, ist das selber versorgt. Russland würde weiterhin nach China und liefern, wahrscheinlich auch in die Türkei und so. Also betroffen wäre eigentlich nur Europa. Oder siehst du das? Nee, das ist natürlich stark betroffen, wäre natürlich Europa. Natürlich wird ein wirtschaftlicher Einbruch in Europa, natürlich auch Russland und so weiter, das sind ja auch alles Absatzmärkte für US-Waren. Die würden natürlich auch darunter leiden, allerdings deutlich weniger, als das bei uns ist. In der momentanen US-Situation mit steigenden Löhnen, relativ boomende Wirtschaft, ist das bei denen wahrscheinlich eher zweitrangig. Deswegen haben die das wahrscheinlich so nicht auf dem Schirm, weil die können das im Moment ganz gut verkraften. Wenn es zu einer wirklich so einer Situation der Stagflation in Europa käme, dann würde das natürlich auch stärker betreffen. Dann würden die Geschäfte einfach auch nicht mehr so laufen. Von daher
Krieg in irgendeiner Form, wenn der länger andauert, wie will die Ukraine den längerfristig führen ohne Unterstützung? Der kostet natürlich dann auch viel Geld. Und wen kostet es das? Vermutlich die Macht, die am stärksten hinter diesem System bisher stand. Das ist die USA. Ja gut, man hat dann auch wieder ein Land, das man wieder aufbauen kann. Da wird ja auch viel Bruttosozialprodukt umgesetzt dann. Und ja, man kann dann die enorme Verschuldung, die Ukraine ja hat, noch höher treiben. Das kann man dann alles machen, weil irgendwer muss es ja bezahlen. Bezahlt man über Schulden. Okay, würde den Wirtschaftskreislauf wieder antreiben. Aber ist wahrscheinlich alles so lange gut, solange das nicht so ewig geht. Und von daher bin ich mal gespannt, wie sich jetzt auch die Börsenentwicklung da weiter zeigt, inwieweit sie wirklich diese Parallelität zeigt zu Signal in die Richtung, das geht schnell vorbei, oder es gibt wirklich so eine Verhandlung zu Neutralität. Das wäre natürlich eine mögliche Lösung, dass man, das ist ja das, was die Russen lange gefordert haben, zu sagen halt, wir wollen halt, und ich meine, es wurde ja ihnen versprochen, kam ja vor kurzem nochmal im Spiegel ein Bericht, dass Aktenfunde gemacht wurden, die sehr klar zeigen, dass den Russen damals in den Verhandlungen zugesichert wurde, dass die NATO nicht über die Elbe hinaus ausgeweitet wurde. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie weit das schon gelaufen ist, dann kann man ja wirklich den Eindruck gewinnen, die NATO kreist Russland langsam ein, und das gefällt natürlich denen nicht, und das rechtfertigt natürlich nicht das, was sie jetzt in der Ukraine machen. Okay, Ralf, dann Börse kann man wahrscheinlich ab Montag dann sehen, wie die Stimmung, die sich da verändern wird. Aber bis so schnell würden dann Verhandlungen ja auch nicht greifen. Und wie gesagt, vielleicht ist bis Montag gibt es möglicherweise die Ukraine in der Form mit der Regierung auch nicht mehr. Mm. Und dann vermute ich mal, wird man das an den Börsen dann sehr deutlich sehen. Naja, das ist richtig. Okay, Ralf, dann danke ich dir erstmal. Und bis demnächst. Ja, bis dann. Ciao.